Liebe Mitbürgerinnen und Bürger, eine kleine private Überlegung. Anlässlich des 75. Jahrestags des Ende des faschistischen Regimes in Deutschland und dem Sieg der alliierten Streitmächte. Was bedeutet denn dieses Datum für Sie? Für mich, Angelina Merkel, ist es ein Tag des Erinnerns. Ein Gedenken des Leids, der grausamen Hinrichtungen und Folterungen so vieler Menschen. 6 Millionen jüdische Mitbürger, viele weitere Bevölkerungsgruppen, Sinti und Roma, sogenannte psychisch und geistig Kranke oder Abnorme, Menschen nicht heterosexueller Orientierung, Menschen, die sich durch ihre Religion oder politische Ausrichtung von damaligen Normen und Glaubenssätzen entfernt hatten. Führe ich mir die grausamen Ereignisse in Nazi-Deutschland vor Augen, fühle ich zunächst lähmende Sprachlosigkeit. Dieses Verstummen in eine gemeinsame Reflexion, einen erneuten Diskurs zu überführen, darin liegt für mich eine der wichtigeren Bedeutungen einer solchen Gedenkfeier. Es erscheint naheliegend, dass ein durch Generationen fortwirkendes Empfinden der Schuld und Scham angesichts dieser Ungeheuerlichkeit in der Geschichte unseres Landes bis in die heutige Gegenwart weiter besteht. Sie werden in uns, jedem Einzelnen von uns, als Komponenten weiterhin wirken. Im Jahr 2020 sollte jedem von uns bewusst sein, dass das Leugnen des Holocaust und die rationalisierende Verdrängung der Täter und Mittäterschaft der Deutschen eine gefährliche Blockade darstellen, welche uns die Sicht auf wichtige Prozesse der Gegenwart versperrt. Es ist auch eine Gelegenheit, sich in Erinnerung zu rufen, dass wir in größere Zusammenhänge eingebettet sind. Wir, liebe Mitbürgerinnen und Bürger, die jüngeren Entwicklungen der globalen Pandemie, der Klimaveränderung und der Schere zwischen Arm und Reich führen uns dies sehr deutlich vor Augen. Wir können uns nicht mehr leisten, ausschließlich in Kategorien von Nationalitäten zu denken und zu handeln. Und dies ist auch nicht mehr das, was wir wollen. Rufen wir uns die Unterstützung durch andere in Erinnerung. Die alliierten Kräfte, welche nach einem langen und unbarmherzig geführten Krieg schließlich dem Terror, der von Nazi-Deutschland ausging, ein Ende zu setzen vermochten, teiligen, geholfen haben, demokratische Strukturen zu etablieren. Die vielen Menschen, welche durch eine bewusste Aufarbeitung der Geschehnisse den Diskurs gefördert haben, den unsere Gesellschaft so dringend braucht, um gemeinsam wachsen zu können. Den vielen Frauen vor allem in erster Linie, die geholfen haben, dieses Land wieder instand zu setzen, die Trümmer weggeräumt haben. Unsere Mütter, unsere Großmütter vielleicht. Die Opfer und ihre Angehörigen, welche die Kraft fanden, aus ihrem Schmerz heraus und trotz des ihnen zugefügten Unrechts und der Grausamkeit aktiv in einen Dialog zu gehen und damit Impulse eines gegenseitigen Verstehens befördern zu vermochten. Ebenso auf der Täterseite diejenigen, die sich zu ihren Fehlern bekennen konnten, bereit waren, einzugestehen, welches Leid sie anderen zugefügt hatten und Zeichen zur Sühne setzten. Wir können vergangenes Leid nicht ungeschehen machen. Deshalb lohnt es sich, erneut hinzusehen.
erneut zu untersuchen. Was ist in Deutschland zwischen 1933 und 1945 geschehen? Wie konnte es dazu kommen? Um in einem weiteren Schritt, im Brückenschlag zu unserer Zeit, zu fragen, wo stehen wir denn jetzt? Sind wir vor einem Szenario wie der Herrschaft des Nationalsozialismus denn gefeit? Wo verorten wir uns denn heute, sowohl als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, als auch als Einzelpersonen im Spannungsfeld von Opfer und Täterschaft? Ich denke, wir können und müssen Verantwortung übernehmen für das, was in uns und um uns nicht beachtet, geleugnet und marginalisiert wird. Gerade dort, wo dies bisher unterblieben ist. Gerade dort, wo es bisher nicht gelungen ist, über den eigenen Tellerrand zu sehen, wo und auf welche Weise unsere Hilfe nötig und unsere Unterstützung anderer Menschen und Völkergruppen angemessen wäre. Wir können fragen, auf welche Weise dienen wir heute im bestmöglichen Sinn eben jener Gemeinschaft, welche uns getragen hat und uns geholfen hat, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Ein Land, in dem wir nun seit vielen Jahren in Freiheit und in Frieden mit unseren Nachbarn gut und gerne leben. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Wir können auch fragen, ist Frieden lediglich die Abwesenheit von Krieg? Sind Krieg und Frieden ein echtes Paar? Dialektische Wirkprinzipien, systemimmanente Polaritäten. Mir erscheint dieser Friedensbegriff zu statisch. Ein Friede, der sich notwendigerweise auf sein Gegenstück beziehen muss, ist für die heutige komplexe Wahrnehmung unserer Umgebung nicht mehr hinreichend treffend. Der chinesische Begriff Ripping setzt sich aus den Zeichen für Balance und Harmonie zusammen. Die Kombination dieser Elemente eignet sich, um einen dynamischen Zustand zu beschreiben. Wir können nicht mehr behaupten, dass wir im Frieden immer eine vollständige Abwesenheit von kriegerischen Handlungen erleben. Genauso wenig können wir darauf beharren, dass wir in einer beliebigen Situation ausschließlich Opfer und frei von jedweder Täterschaft seien. Dies mag uns zunächst unbequem erscheinen. Schließlich fordert es von uns, von jedem Einzelnen, uns immer wieder neu zu verorten. Es erfordert, Entscheidungen bewusst auf der Grundlage des jeweiligen Kenntnisstandes zu treffen, auch wenn wir dabei, wie in den vergangenen Wochen, darauf angewiesen sind, auf Sicht zu fahren, zu einer Homöostase zu gelangen, nur um dieses temporäre Gleichgewicht wieder zugunsten einer neuen Balance zu verlassen. Wir können beginnen, diese Herausforderung anzunehmen. Die herausragenden Künstler Yoko Ono und John Lennon haben vor 50 Jahren die Kampagne War is over, if you want it, ins Leben gerufen. Jeder Einzelne von uns kann etwas tun, um den Krieg zu beenden. In Anerkennung unserer Freiheit, uns in jedem Moment für einen Schritt in Richtung Frieden, Balance und Harmonie zu entscheiden. Trauern, Verlust und Leid in sich selbst wahrnehmen,
analysieren, wann und wo genau beginnt meine Mittäterschaft. Vielleicht in der Abwehr unerwünschter Gefühle, in der Zuschreibung unerwünschter Eigenschaften meiner selbst zu anderen. Und wir können untersuchen, übernehme ich denn Verantwortung für mich selbst, meine Absichten und meine Handlungen, für das, was ich mitbringe? Was bedeuten meine Entscheidungen für die Gemeinschaft der lebenden Wesen auf diesem Planeten? Und trage ich bei zu Harmonie? Bringe ich Dinge in mir und um mich in Balance? Transparenz erlauben. Können wir die in der Vergangenheit erfahrenen Wunden, ebenso wie die anderen Lebewesen zugefügten Gewalttaten, vorurteilsfrei untersuchen? Entscheiden wir uns, Fehlentscheidungen einzugestehen? Sind wir bereit, eine Gesellschaft zu gestalten, welche anstelle von Polarisierung und weit auseinanderklaffenden Lebensumständen Entscheidungen trifft, die vom Wissen um die gemeinsame Grundlage als aufeinander bezogene und einander benötigende lebende Individuen getragen werden? Ich denke, wir schaffen das. Wir haben bereits so vieles geschafft und gemeinsam mit der Beteiligung aller wird uns auch dieses gelingen. Heute, am 8. Mai 2020, möchte ich mit Ihnen gemeinsam sagen, War is over, if we want it to. Stay true. So, nochmal Wohlfühl von Ende. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Wieder versemmelt.